Man muss nicht nur Tiere gerne haben, man muss auch das Ganze gerne haben. Also eben, man muss es gerne schmücken und vielleicht sogar es gerne essen. Und das macht wahrscheinlich die Leidenschaft aus, auf das ganz Umfassende vom Beruf. Das ist nicht nur einfach die Liebe zum Schaf oder zum Hund oder so. Das ist gerade die ganze Lebenssituation. Das ist, glaube ich, was bei mir die Leidenschaft ausmacht. Ohne Hunde könnte man gar nicht Schafe hüten, das wäre unmöglich. Ich denke, die ersetzen jeden etwa 5-6 Leute. Der eine, Jimmy, ist noch ganz ein Junge, der lernt das jetzt den Winter. Und der andere, der Pedro, der ist schon jetzt 6-jährig und ja, der kann das schon. Das ist jetzt der 32. Winter, den ich hier durchkomme. Also irgendwann hat man genug, ja. Und dann hat man manchmal auch verpasst, den Absprung ist man plötzlich zu alt, um etwas Neues anzufangen. Das andere natürlich wäre nicht mich, also, ja. Was kann ich arbeiten, oder? Ja, ja. Auf dem Bau bin ich auch zu alt und ja, fürs Büro eigentlich wahrscheinlich nicht mehr. Ja, es ist natürlich, wenn man immer am gleichen Ort durchgeht, dann ist es auch ein bisschen ringer. Kennt man die Leute, man kennt die Gegend, man weiss, was Engpass hat. Und die Engpässe werden natürlich immer mehr. Hier in Mittenstädt jetzt mit der Autobahn und S-Bahn, wo man fast nicht mehr drüber hineinkommt. Manchmal ist es ja da, was ein bisschen streng ist, dass man irgendwie ein bisschen exotisch ist. Und dann sinkt das mit der Leidenschaft wieder ein bisschen. Ja. Die Welt hat sich so verändert und mein Beruf ist immer noch vor 1000 Jahren. Aber die Faszination der Schafe ist schon immer noch da. Ohne das würde ich sofort aufhören. Privat hat sich viel verändert. Also in Deutschland sagt man dem auch Schäferkrankheit, aber da in der Schweiz ist das wahrscheinlich auch ein Landwirt und weiss ich nicht, was für eine Krankheit. Also eben Scheidung mit 50. So das, was man einfach so durchmacht im Leben. Und ja, jetzt ist wieder gut. Ballen rein.
Ich bin in Kronau aufgewachsen und bin dann auch noch 3 Jahre in Mettmerstetten in die Oberstufe. Und als ich dann weggezogen bin von Kronau, bin ich dann auch jedes Jahr mit den Schafen wieder durchs Soilium gegangen. So jeden Winter einmal durchs Soilium gezogen. Heiss, hä? Und dann Schatten. Es ist lässig, macht mich wahnsinnig stolz, dass sie auch von Anfang an immer in der Landwirtschaft geblieben ist. Sie hat zuerst in der Agronomie studiert und jetzt ist sie da den Sommer wieder bei uns auf dem Betrieb und hilft. Aber ob jetzt das ein Job mit Zukunft ist für einen jungen Mensch, das weiss ich wirklich nicht. Ich kann ihr nicht mit gutem Gewissen sagen, mach das weiter. Wenn du mal eine Herde gesehen hast, die irgendwie auf der Alp am Weiden ist und schönes Wetter ist oder auch nicht schön, ist ja gleich. Und die sind zufrieden und die sind zufrieden, weil du gutes Gras, gute Weide bietest oder in Mettmerstetten einen schönen Kleeacker findest, wo sie im Schnee ihre Köpfe graben und das Gras suchen. Das sind einfach Momente, die halt schön sind. Und wenn man irgendwann den Absprung verpasst, das ist glaube ich, in jedem Job so, dann wird es auch schwer, irgendwann wieder noch einen Wechsel zu machen. Und jetzt ist für mich echt klar, dass ich noch bis, solange ich noch mag, mache ich den Job noch. Was noch hinkommt, ja, keine Ahnung.